Nein, nein, nein. Und sowas. Und sowas darf sich immer noch christliches Abendland nennen. Paula! Jo. So, jetzt reicht's. Wir fordern unsere christlichen Markenrechte zurück. Okay, dann heißt der Christbaum nur noch Baum, ja. Die Christdemokraten nur noch Demokrat, ja. Und Christian Lindner nur noch Jan? Ist mir egal. Aber mit den Christdemokraten will ich persönlich sprechen. Holen Sie mir mal den Chef hoch. Ja, Sie wissen schon, wie viel Uhr es gerade da unten ist. Es ist an der Zeit. Bitte? Kommt sofort! Und wo bin ich jetzt hier, bitte? Paula, der erkennt seinen eigenen Schöpfer nicht mehr. Soll das heißen, ich bin tot? Aber ich stand doch erst am Anfang meiner politischen Karriere. Ja, ja, die ist tot, Friedrich. Aber mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Gott braucht meinen Rat, das überrascht mich nicht. Wegen eurer Vorschläge zur Migrationspolitik habe ich mich entschlossen, dass ihr das C im Namen nicht mehr tragen dürft. Dann heiße ich ab sofort Friedrich? Ja. Nein, im Parteienamt. Es heißt, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Und nicht, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst, es sei denn, du hast das Gefühl, dass die Kommunen überlastet sind. Ja, das liegt daran, dass sie das Konzept der Nächstenliebe nicht zu Ende gedacht haben, nicht wahr? Denn nach dem Nächsten kommt ja der Nächste und dann der Nächste und das ist ja dann der Übernächste und für den gilt das ja gar nicht mehr. Vor allem dann nicht, wenn er unsere Kommunen überlastet. Warum schaut ihr immer nur auf die Kommunen, wo es nicht läuft? Schaut doch mal die Kommunen an, wo es läuft. Hier, Rüsselsheim oder Hebertshausen, diese oberbayerische Gemeinde, die 5-mal so viel Geflüchtete aufnimmt wie geplant. Sie bringt sie sogar in Arbeit. Hier, beim Bauhof, beim Maler, beim Bäcker, sie. 90 Menschen arbeiten hier, aus 14 Nationen. Uns wird es gar nicht mehr geben, wenn wir nicht so viele Leute aus anderen Ländern beschäftigen würden. Wenn jemand ausfällt oder was, ist keiner dabei, der sagt, ich komme jetzt nicht, weil ich morgen frei habe, sondern den ruft man halt an und dann ist der. Dann steht der um eins auf der Matte. Aliou Diallo macht den Job, den viele hierzulande wegen der nächtlichen Arbeitszeiten gar nicht mehr machen wollen. Siehst du? Verstehst du? Und die Uni Hildesheim hat eine Umfrage gemacht. 60% der Kommunen haben dort gesagt, wir schaffen das. Die Realität, an der ich mich als Politiker orientiere, ist die Stimmung in der Bevölkerung. Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, wir hätten kein Problem. Das tue ich ja gar nicht, aber ich sage, es ist lösbar. Ja, und zwar mit Abschiebungen. Warum denn nicht mit Geld für Kita-Plätze, für Sozialwohnungen und Schulen? Die Leute wählen mich doch nicht wegen Geld für Kita-Plätze, Sozialwohnungen oder Schulen. Und die Leute sollen mich wählen, schließlich muss ich Kanzler werden. Friedrich, ich kenne sämtliche Paralleluniversen und in keinem einzigen davon bist du Kanzler. Es sei denn, du gehst jetzt darunter und du forderst mehr Geld für Kita-Plätze, Sozialwohnungen und Schulen. Ich fordere weniger Flüchtlinge. Das ist einfacher. Verstehen Sie? Es sind einfach zu viele. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Okay. Tafelnummer? Nein, nicht die andere. Die andere, wo wir den Leuten immer Dinge erklären. Ja, so, hier. Da, hier, das seid ihr. 85 Millionen Einwohner. 5 Millionen Menschen sind zu euch gekommen wegen Flucht, Vertreibung oder weil sie Schutz bei euch suchen. Was? Aber ich habe immer gehört, 3 Millionen, das ist ja noch besser für mich. Also ich meine, schlechter für alle. Da sind doch sicherlich haufenweise Leute dabei, die gar kein Recht haben, hier zu bleiben. Verstehen Sie? Und deswegen, die Zahlen müssen runter. Zunächst mal sind das keine Zahlen, sondern das sind Menschen. Ja. Und Sie stellen die Menschen hier als Punkte dar. Ist das besser, ja? Okay, technisch. Aber also jeder einzelne Punkt steht für 10.000 Menschen. Ich kann ja schlecht 5 Millionen Menschen hier ins Studio holen. Sie geben also zu, wir haben zu wenig Platz. Und wenn die erst mal alle weg sind, dann wird alles wieder gut. Oh, probieren wir es doch mal, hä? Friedrich, komm, schieben wir ab. Welche Gruppe soll's denn ein? Was willst du? Ja, gut, dann fangen wir doch gleich mit der großen weißen Gruppe da an. Was sind denn das? Ja, das sind Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, raus damit, weg damit. Ja, wird sich nur mancher wundern, dass sie plötzlich seine deutsche Oma abgeschoben haben. Was? Halt. Weil die Omas dürfen bleiben, das sind ja Deutsche, die nach Deutschland geflüchtet sind. Besser geht's ja gar nicht.
Eben, und die sind ja im Schnitt 82, die nehme ich euch eh bald ab. Ja, wie bitte was? Na gut, also dann nehme ich eben, dann nehmen wir da den blauen Kreis da. Okay. Was ist das? Ja, weg damit. Sehr ja, gut, sehr gut. Oh, sorry, oh, sorry, habe ich vergessen. Geht gar nicht. Es sind 500.000 Bürgerkriegsflüchtlinge, vor allem aus dem Ex-Jugoslawien. Die haben leider schon ein Bleiberecht. Ja gut, dann nehmen wir eben den nächsten Block, nehmen wir den gelben Kreis. Was sind das? Den gelben Kreis, sehr gut. Paula, gib mal nach unten bei der CDU-Vorsitzender. Schickt Hunderttausende von Ukrainerinnen zurück in den Krieg. Ja, aber im Westen der Ukraine ist doch eigentlich gar... Paula, das tut er nicht. Ja gut, dann nehmen wir eben den orangenen Kreis da. Okay. Paula, gib mal nach unten bei der CDU-Vorsitzender. Schickt 1 Million Syrer zurück in Assads Diktatur. Was? Ja, ist denn da überall Diktatur? Paula, das tut er nicht. Ja gut, dann nehmen wir eben jetzt denn den schwarzen Kreis. Wer ist das? Sie meinen Irak und Iran. Paula, lassen Sie es gut sein. Gut, was ist mit den Lilanen da? Wer ist denn das? Das sind 400.000 Afghanen. Ja gut, der Krieg ist ja da vorbei. Ich meine, was kann denn da jetzt... Taliban. Gut, irgendwas ist ja immer. Die Taliban foltert die Ortskräfte, die ihren Soldaten geholfen haben, gegen die Taliban zu kämpfen. Ihr habt versprochen, letztes Jahr 1.000 Ortskräfte pro Monat nach Deutschland zu holen. Ja, und dazu stehen wir. Deutschland hat es bisher geschafft, in 12 Monaten 13 Leute zu holen. Gut, wir brauchen jetzt im Moment auch eher Fachkräfte und keine Ortskräfte. Die bleiben. Ja gut, aber wen darf ich denn dann überhaupt abschieben? Was ist denn da mit den Pinken zum Beispiel? Ja, die kommen aus Ländern, in die man niemand zurückschicken kann. Also so wie Sie das hier darstellen, könnte man meinen, die Leute hätten alle einen guten Grund zu fliehen. Ach was! Deswegen gewährt ihr ja auch aktuell 70% der Menschen Asyl! Ach, und dann können wir also keinen einzigen... Was sind denn die roten Punkte? Was ist mit denen da? Eben, das sind jetzt 280.000 Ausreisepflichtige. Yes, ich wusste es. Alle weg. Hervorragend. Paula? 230.000 davon haben allerdings eine sogenannte Duldung. Was, wie? Nein, das dulde ich nicht. Das sind doch bestimmt alles Illegale, die hier ihre Identität verschleiern. Die haben vor allem deshalb eine Duldung, weil sie hier eine Ausbildung machen, arbeiten, krank sind oder schwanger. Denkt denn von denen eigentlich keiner daran, dass ich Kanzler werden muss? Und was ist mit diesen 5 roten Punkten da? Das sind, was weiß ich, Studierende aus dem Ausland. Oder? Ja, weg mit denen. Touristen aus Kanada, die... Abschieben mit aller Härte. Die haben ihr Visum vergessen zu verlängern. Die einzigen, die laut Bundesregierung tatsächlich abschieben dürfen, sind diese 21.000 dort. Ja, na, da sollte mal einer sagen, ich habe keinen Punkt, ich habe sogar 2. Und jetzt kommt ja noch das neue Abschiebegesetz dazu. Gratuliere, das sind noch mal 600 Abschiebungen mehr. Und wenn ihr diese 21.600 Leute abschiebt, dann sieht's für eure 85 Millionen Leute so aus. Naja, aber mit dem neuen Abschiebegesetz dürfen wir die Leute wenigstens nachts aus ihren Betten reißen. Und das entlastet die Kommunen wie? Wir müssen nun mal Härte zeigen, sonst ist nächstes Jahr die ganze Welt zu Gast in Deutschland. Ist nicht nächstes Jahr bei euch die Fußball-Europameisterschaft? Ja, furchtbar. Da sehen dann alle wieder, wie schön es hier ist. Wieso spielen die Deutschen nicht mit? Wenn wir schon nicht abschieben können, dann müssen wir wenigstens verhindern, dass immer mehr Leute kommen, indem wir alles abschaffen, was die Leute zu uns locken würde. Zum Beispiel unser üppiges Bürgergeld. Aber das ist doch gar nicht für Asylbewerber. Jetzt sagen Sie es selbst. Nein, ich meine, sehen Sie, diese Leute bekommen, die bekommen kein Bürgergeld, die bekommen 410 Euro aus dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz. Verstehen Sie? Oder 182 Euro, wenn Sie in Sammelunterkünften hausen. Ja, rufen Sie es noch lauter vom Balkon, auf dass sich noch mehr Menschen auf den Weg machen, ja? Die einzigen Pull-Faktoren, die Migrationsforschung wirklich gelten lässt, sind Familie, Freunde, eine starke Wirtschaft oder eine demokratische Rechtsordnung. Genau da müssen wir ran. Ich sage nur Dänemark. Die haben die Sozialleistungen stark gedrosselt. Ja, und deswegen jetzt ein Armut- und Kriminalitätsproblem in sogenannten Parallelgesellschaftsvierteln. Ja, aber die Kriminellen aus diesen Vierteln bekommen ein doppelt so hohes Strafmaß wie die anderen. Was hat denn das noch mit Rechtsstaat zu tun? Ich sage ja, da müssen wir ran. Und ich sage auch Ruanda. Was, Moment, was sagen Sie? Ruanda. Haben Sie noch nie vom Ruanda-Modell gehört? Damit die Menschen sich nicht auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen, bringt man alle Geflüchteten per Flugzeug nach Ruanda, um dann dort über ihren Asylantrag entscheiden zu können. Moment.
eine der reichsten Demokratien der Welt, möchte keine Geflüchteten mehr aufnehmen. Sie möchte vielmehr, dass die Geflüchteten am Rande der EU aufgenommen, dann per Flugzeug tausende von Kilometern um den Globus geflogen werden, nach Ruanda, einem der kleinsten und ärmsten Länder der Welt. Und dort in einer Autokratie sollen dann Hunderttausende von rechtssicheren Asylverfahren durchgeführt werden. Die Afrikaner nehmen ja auch unseren Elektroschrott. Paula! Ich muss direkt zur Welt sprechen. Okay, darf es der brennende Dornbusch sein oder soll ich deinen Sohnemann anrufen? Nein, nein, Fernsehen, direkt Fernsehen. Aha. Und was ist dann bitte mit mir jetzt? Er hat keine Bleibeperspektive. Abschied. Hören Sie, das Ruanda-Modell. Hören Sie, das Ruanda-Modell ist ja von meinem Kollegen Hendrik Wüst. Ja, das sagt ja schon alles. Und wenn Sie mich jetzt nach unten bringen, vielleicht könnten Sie mich gleich beim Kanzleramt abliefern. Dann geht das für mich gleich schneller. Ja, kein Problem. Da müssen Sie da vorne links. Aber passen Sie auf. Vorsicht, Herr von Wagner, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo. Die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.